So voll und dicht gedrängt wie vor Corona wird es auf der Spielwarenmesse 2022 nicht werden, das ist klar. Aber nach fast 2 Jahren in der weltweiten Pandemie sind die Verantwortlichen der Spielwarenmesse Nürnberg gut geübt im Erstellen von Hygienekonzepten. Vor Ort sollen die Besucher vor allem eines sein, sicher, so der Veranstalter. Es gibt die 2G-Plus-Regelung und die sieht ja jetzt in Bayern so aus, dass die Plus, die Testpflicht für frisch geboosterte Besucher entfällt. Sonst ist eben 2G-Plus und wir haben Testmöglichkeiten, die wir den Besuchern auch zur Verfügung stellen. Also alle, die zum Messegelände kommen, sind sehr, sehr sicher. Trotzdem bleibt ein fader Beigeschmack bei so einer großen Veranstaltung. Kann man das überhaupt verantworten? Ja, ich glaube, das kann man gut verantworten. Die Messe ist ja jetzt keine Freizeitveranstaltung. Ich glaube, alle, die kommen, sind wirklich aus einem guten geschäftlichen Grund da. Es gibt auch bei anderen Messen, die stattfinden, eine sehr, sehr hohe Quote an nicht nur Geimpften, sondern Geboosterten, die sich in dem Bereich bewegen. Und es ist von der Beurteilung, man muss sich so vorstellen, es ist sicherer als im Einzelhandel. Es sind wahrscheinlich ist mehr Fläche da, mehr Luft, bessere technische Gegebenheiten. Und alle Leute, die wir zulassen, sind eben, wie gesagt, nach der 2G-Plus-Regelung geprüft. Wie jedes Jahr erwarten auf der Spielwarenmesse alle anwesenden Trends aus allen Bereichen der Spielewelt. Im Normalfall gibt es 3 große Themen auf der Messe. Dieses Jahr gibt es stattdessen ein Megathema. Was ganz groß ist, was wir auch als Trend ausgelobt haben, ist nachhaltiges Spielzeug. Das ist mittlerweile kein Nischenthema mehr, sondern das ist in der Breite angekommen. Und das wird auch auf einer sehr schönen Sonderschau dargestellt. Zieht sich durch alle Produktgruppen durch. Die Spielwarenbereiche, die in letzter Zeit sehr erfolgreich waren, während der Pandemie auch, sind Brettspiele zum Beispiel, auch Spiele, wo man gemeinsam spielt oder auch Outdoor-Bereich, die haben sich eigentlich sehr gut entwickelt. Außerdem gibt es noch einen besonderen Bereich auf der Messe zu entdecken. Ja, ich denke, besonders interessant sind junge, innovative Aussteller, Newcomer. Wir haben auch einen Startup-Bereich auf der Messe, wo wir die speziell darstellen. Das ist immer für uns interessant, für die Einkäufer interessant zu sehen, was es da Neues gibt. Die Spielzeugwarenmesse Nürnberg findet dieses Jahr vom 2. bis zum 6. Februar statt. Wie viele Besucher genau erwartet werden, ist noch unklar. Die Veranstalter versuchen sich jedenfalls auf alle Eventualitäten vorzubereiten.